unsere Zeit zu Ende war. Die beiden sind ein so schönes Paar. Was? Die beiden. Ein schönes Paar. Ja. Ja. Hast du mal das Buffet angesehen? Als hätten die Leute seit 3 Tagen nichts gegessen. Ist doch schön. Ist auch genug da. Und für Bruno gibt's kein größeres Lob. Sie ist fertig. Bruno's berühmte Soße. Und was ist jetzt das Geheimnis? Du bist ganz schön neugierig, weißt du das? Komm. Aber pst, nicht weiter verraten. Zu weit wollte ich fliegen, viel zu hoch hinaus. Schwerelos allein mit mir. Komm, geh ran. Wollte mein Herz betrügen, das Wunder. Das mit dem Buffet ist ein Riesenerfolg. Jetzt ist klar. Sich selbst verliert. Ich war verletzt und wollte. Wer ist stolz auf deine Tochter? Ja, das mache ich. Du, Rudi, ich nehme vielleicht schon einen früheren Bus. Das ist ja hier doch eine ganz andere Welt. Und ich glaube, Magda fühlt sich wohler, wenn ich dann auch mal fahre. Ist gut. Tschüss. Ich würde ja bleiben, aber Arne möchte langsam mal nach Hause. Diese Magda kann einem wirklich leid tun. Wieso denn das? Mit der Mutter. Ich finde, Magda hat sehr großes Glück. Ihre Mutter hat Zeit für sie, wenn Magda sie braucht. Und ist stolz auf alles, was Magda tut. Ich bin auch stolz auf dich, meine Liebe. Zeit habe ich allerdings jetzt keine mehr. Was ist denn jetzt mit dem Praktikum in New York? Willst du oder willst du nicht? Vivian. Hallo. Bekomme ich heute noch eine Antwort? Ja, ich mache das Praktikum. Ist eine Riesenchance für meine Zukunft. Ich will nämlich nicht, dass es mir später mal so geht wie dir. Ich stehe auf Unabhängigkeit. Ich möchte